Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wow, was für eine geile Zeit wir schon mittlerweile uns hinter uns haben. Und das Interessante ist, ich lese hier ab und zu mal auch ein paar Berichte oder sonstige Texte halt auch mal zum Thema Sims 4. Und viele halten aktuell mittlerweile so das DLC hier mit der tropischen Insel für einer der wirklich besseren DLCs. Woran das wohl liegen mag. Ja, und dann will ich natürlich wieder in diese Kategorie erstmal reingehen. Da sind nämlich 13 neue Teile. Ich muss mal gucken, ob wieder was dabei ist, ob was uns betrifft. Das ist einmal eine Tiny Farm sowieso, das ist alles nichts von uns. Dann ist aber einmal wieder was von uns heruntergeladen worden. Das ist das hier. Ja, unser Wasserspritz- und Spaß-Angelegenheit, die wurde mal runtergeladen. Dann gucken wir mal weiter, ob noch weiter was. Atomic Black Base Game. Ich habe gedacht, das sieht jetzt ein bisschen wie aus dem Fallout 4 oder sowas, keine Ahnung. Na gut, okay. Schauen wir mal weiter, ob uns da noch was betrifft. Ah, Raptoren im Gras wurde runtergeladen. Hm. Ja, Hashtag Dinos. Dinos! Ja, yeah, geil. Okay, was haben wir denn noch? Oh, die Ruine wurde runtergeladen. Das ist das Grundstück da. Ja, Katzenplatz mit ruinösen Ruinen. Ganz einfach. So, dann wurde doch wieder unsere Tierklinik Pfotenglück runtergeladen. Die wurde wirklich sehr oft mittlerweile runtergeladen. Dann der Trainstop wurde auch nochmal runtergeladen. Great idea. Wow. Ja. Läuft. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, das ist dann alles schon etwas Älteres, weil hier kein Neu dran steht. Hier glaube ich, bei den anderen standen Neu dran, oder? Nö, da steht Neu dran tatsächlich, ja. Und da steht nicht mehr Neu dran. Das ist dann schon alles older. Older than this. Daher wisst schon, was ich meine. Gut. Was ist mit mir los? Ach ja, ich bin ja noch traurig, weil die Delfine wollten dann irgendwie nicht mehr weiter spielen. Und dann will ich mal gucken. Wir haben es 14 Uhr und 3 Minuten. Wo stecken wir hier? Warum stecken wir hier? Was warten wir vorher ab? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir waren in dieser Höhle gewesen. Sind dann raus, hier komm, ich glaube, wir wollten uns mal das Grundstück hier angucken. Das heißt, wir können das hier mal besuchen. Machen das Ganze natürlich alleine und dann wollen wir mal schauen, was wir auf diesem Grundstück hier Schönes bekommen. Ich bin ja so jetzt beim Erkunden des ganzen neuen Gebietes. Ach, das ist tatsächlich einfach normales Wohngrundstück. Hier ist mit Postkasten und so ein Zeug. Ja, da muss ich jetzt nicht rein. Nee, also wer weiß, was für ein Admiral das ist da. Jetzt mal ganz im Ernst. Aber so sieht das Ganze halt aus. Dann ist das so wie ein abgestürzten Flugzeug im Prinzip. Da kommst du hier rein und dann hast du unterirdisch. Okay, ich habe jemanden gehört, der will es doch sehen. Gut, dann wollen wir mal hier mal klopfen. Ach, hier wohnt niemand. Ist ja auch mal ein Ding. Dann komme ich noch nicht mal so rein. Warte mal, können wir uns da ein bisschen reinschieben? Kann ja auch sein. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen runter auf die normale Größe und dann gucken wir mal rein, wie die das hier designt haben. Tatsächlich, man kann hier rein. Es geht tatsächlich so weit runter. Es ist wirklich so, wie ich es mir gedacht habe. Okay, irgendwas sieht das hier so komisch aus. Was ist hier los? Gott. Warte mal. Da ist das Ding nochmal hier drin. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist es komisch. So, jetzt geht's hier so. Einmal runter. Geht immer noch nicht. Einmal runter. Jetzt geht's ein Stück runter. Bis hier hin. Das ist aber sehr merkwürdig. Geht nochmal hin. Nee, tiefer geht's gar nicht. Nochmal runter, runter, runter. Nee, dann komme ich so nicht in den Keller rein. Interessant. Wenn es ebenerdig ist, würde ich reinkommen. Aber so komme ich in den Keller rein. Das ist sehr interessant zu wissen. Die oberen Etagen könnte ich mir theoretischerweise angucken. Alles, was darunter ist, nicht. Na gut, dann ist das so.
Dann würde ich sagen, reisen wir weiter. Jetzt haben wir dieses Gebiet mit den jungen Herren mal ein bisschen rausgefunden. Das ist, wo ist denn das gewesen? Wo waren wir denn? Ah, hier waren wir. Genau, hier ist diese, da ist, wo wir sind. Hier ist ein leeres Grundstück. Da haben wir geguckt. Hier haben wir so ein bisschen rumgeschaut. Sind wir eigentlich auf dem Vulkan da hochgegangen? Warte mal, sind wir eigentlich auf den Vulkan darauf gegangen? Ich weiß das jetzt ja nicht. Muss mal gucken, wo kommen wir denn hier rauf? Wo ist denn das? Gott. Mein Gott, Walter, was ist denn da? Da kommen wir auch nicht rein, okay. Warte mal, ich muss mal so gucken. Das ist ein bisschen besser. Warte mal, da ist das Ding. Hier können wir hier hoch. Das ist Vulkan Area 51. Und da kommt so ein bisschen giftige Schlacke da rein. Okay. Das ist durchaus normal. Hier könnten wir bis dahin, aber da am Vulkan können wir nichts mehr machen. Okay. Na gut. So, dann reisen wir weiter. Jetzt haben wir das gesehen. Schauen wir mal. So, das heißt, das Gebiet haben wir angeguckt. Jetzt gucken wir uns das Gebiet hier an. Was haben wir denn da? Wir haben einmal hier ein leeres Grundstück. Ocean Paradise. Dann haben wir sandiger Simoleon-Strand. Einfach so ein Strandgebiet. Dann haben wir Pier Perfection. Dann haben wir zwei Familien, die da wohnen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu den Simoleon-Strand, weil das Ding ist eh leer, da müssen wir gar nicht genau gucken. Das macht dann aber schon eher Sinn. Und die beiden Familiengrundstücke, glaube ich, die müssen wir uns nicht angucken. Das sind halt Familiengrundstücke, da muss ich nie nerven. Ne? Gucken wir uns das aber so ein bisschen den Überflug an. So, das ist der Simoleon-Strand. Ja, so wie man ihn kennt und liebt. Ich mache mal kurz mal das Dach einfügen so. Dann müssen wir das noch einfügen. Oh, das sieht aber hier gut aus. Das sieht gelungen aus. Das ist echt schick. Da kannst du echt Urlaub machen. Hier kannst du baden und so weiter. Das ist alles schick. Und hier ist das also mit diesem Pavillon. Ja, kannst du so machen, ne? Ist schon nice. Dann haben wir hier die Liegen. Das müsste eine WC angelegenheit sein. Wir gucken uns das mal so an. Oh ne, das ist eher eine Essensangelegenheit. Der WC-Angelegenheit hast du aber hier nicht, wa? Oh, das sieht aber mal. Oh, das sieht aber mal schön aus. Hier mit den verschiedenen Wasserstufen drin und dem Flat. Die haben sich echt wirklich wieder mal Mühe gegeben bei einigen Sachen. Ja, richtig geil. Mann, ich mag dieses ganze Grüne hier. Diese Einstellung sieht gerade so geil aus. Hier so einfach mal die Kameraeinstellung. Ist auch wieder. Also, wenn wir das sogar animiert machen, so. So als animierten Desktop-Hintergrund. Ja, das hier. Da kommen die Vögel da so durch, da gerade. Schmetterlinge. Geil. Ich lasse euch das mal so stehen. Könnt ihr euch rauscapturen und dann habt ihr einen animierten Desktop-Hintergrund. Ey, ist schon echt der Hammer, wa? Wow. Noch mehr Schmetterlinge. Sehr schön. Gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Das sieht auch nice aus. Hier haben sie das aufgeschichtete Holz für Feuer. So nannte Feuerholz. Hier haben sie eine schöne Brücke reingezogen. Dahinter auch nochmal eine Brücke. Das ist saugeil. Oh Gott, sieht das gut aus, Leute. Ich fasse das gar nicht, wie gut das aussieht. Das hält ja keiner aus. Mama mia. Also das ist echt nicht übel. Ich kann das Voting verstehen, dass viele mittlerweile, wie gesagt, dieses Sims für das wirklich, diese Erweiterung für eine richtig gute Erweiterung halten. Ne? Die haben sich da richtig Mühe beim Design der Landschaften gegeben. Wahnsinn. Da hinten haben wir den Strand-Dingsbums, den gucken wir uns auch gleich an. Oder morgen, muss ich mal gucken. Geh mal da auf die Details rein. Ey, es ist so eine geile Kameraeinstellung hier. Also, da kann man direkterweise wirklich Urlaub machen, ne? Gar nicht mal so ein Übel. So, die Folge heute dauert aber ein bisschen weniger lange, weil ich muss Real Life heute definitiv aktiv werden. Deshalb ist die heute ein bisschen kürzer. Tut mir in dem Sinne ein bisschen leid für euch. Ja. Ich habe so ein bisschen Dringlichkeit, was ich heute noch erledigen muss. Und deshalb wünsche ich euch mit diesen schönen Ausblicken, die sehen echt geil aus. Ich muss eigentlich schon längst wieder weg. Wahnsinn. Oh Gott, das sieht so geil aus. Ich lasse einfach euch noch so eine schöne Kamerafahrt hier.
Einfach nur so ein bisschen zum Abschied. Das ist schon geil. Auch so dieses, wenn es so ein bisschen in den Hintergrund so verschwimmt, ist schon cool. Gut, in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, genießt den Ausblick und wir sehen uns da morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.